Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Eigentlich, meine Damen und Herren, ist an dieser Stelle, wie Sie wissen, ein Vorspann vorgesehen, aber er ist wohl zu kurz geraten oder er war nicht mehr lang genug für den letzten Bericht aus Bonn dieses Jahres. Freitagabend also, Bericht aus Bonn, unsere Schlag. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zur Sicherung des Weltfriedens haben die Vereinigten... Wissen Sie sich eigentlich, dass der Erfolg so spät gekommen ist? Der ist nicht unbedingt spät gekommen, der Erfolg. Ich habe das Stück vor 2 Jahren gemacht. Das heißt Trommeltanz und das heißt auch Din Dada, weil es davon einen sogenannten Remix irgendwann gab. Und der hat das Stück dann auch erfolgreich gemacht. Und ein Remix ist, für alle, die das nicht wissen, eine nochmalige Bearbeitung der bereits fertigen Musik. Das heißt allerdings nur, dass man damit ins Studio geht und mit neuen Effekten daran versucht zu arbeiten, den Sound etwas zu verändern und dass man es auch länger macht. Aber es ist erst in Amerika und erfolgreich ist dann gewesen. Dafür mehr oder weniger auch geremixed worden. Mhm. Und dann ist es in Amerika erfolgreich gewesen und kam dann zurück und dann in Europa, Japan und so weiter. Das waren unheimlich viele Gruppen. Und hier nun nach Patrick Hernandez. Und haben wir hier unsere Gogos mit Walk in the Park. Wir wollen für Sie in der Chronologie des gestrigen Tages bleiben und werden unsere Zusammenfassung mit Ausschnitten der Begegnung Italien-Ungarn beginnen. Damit Sie zwischendurch auch einmal in die Küche schauen oder sonst etwas besorgen können, gebe ich Ihnen einige Zeitinformationen, die Ihnen erleichtern sollen, zur richtigen Zeit am Fernsehapparat zu sein. Es folgt dann gegen 10.15 Uhr eine 60-minütige Aufzeichnung des deutschen Spiels gegen Mexiko, das für einige Schlagzeilen gesorgt hat, falls Sie schon in die Tageszeitung geschaut haben sollten. Wenn nicht, es wird sehr, sehr spannend. Danach können Sie dann Ausschnitte der Partien Polen und Tunesien sehen. Schließlich von 11.45 Uhr an Argentinien gegen Frankreich. Und zur Mittagsstunde wird unser Programm beendet sein, sodass Sie Mittag essen können, falls es nicht angebrannt ist. Denn spannend und interessant ist es in allen Spielen. Nämlich, gehe zur Bushaltestelle. Gehe ins Schwimmbad. Mensch, das hast du jetzt schnell kapiert. Naja, und an unserer Verabredung war vielleicht wirklich einiges unklar. Aber das nächste Mal kommst du auf jeden Fall erstmal zur Bushaltestelle. Ja, klar, komm, jetzt lass uns erstmal in die neue Milchbar ziehen. Und in Zukunft machen wir vor jeder Verabredung ein genaues Flussdiagramm. Dann kann nichts mehr schief gehen. Okay, machen wir das. Okay. Hier noch ein Hinweis, verehrte Zuschauer. Bei der derzeitigen Wetterlage kann es durch Überreichweiten fremder Sender zu Störungen kommen. Besonders betroffen sind davon die Sendegebiete in Norddeutschland. Bitte haben Sie Verständnis für diese technischen und atmosphärischen Tücken. Wir kommen nun wieder zum Studienprogramm Physik. Differenz, nachdem er das erste Treffen mit 9 Punkten Vorsprung gewonnen hatte. Der Meisterschaftsfavorit, der also... Denn in Eckkneipen geht es nun mal rum. Ja, und wer kennt das Lied schon? Kreuzberger Nächte sind lang. Niemand, doch niemand. Kreuzberger Nächte sind lang. Überhaupt keiner, egal. Erst fangen sie ganz langsam an.
Die 6 FDP-Abgeordneten werden diese Erklärung auch im Verlauf der Energiedebatte abgeben. Die Abstimmung wird für den Abend erwartet. Am Nachmittag erläuterte Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff, FDP, die Haltung der Regierung zum Kalkar-Projekt. Das waren die letzten Meldungen und damit, meine Damen und Herren, ist das Programm des Deutschen Fernsehens nun beendet. Es ist jetzt 1 Uhr und 28 Minuten. Hinweise auf die Sendungen von heute, Sonntag, dem 26. November, geben wir Ihnen auf den folgenden Schrifttafeln. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und schlafen Sie gut.